Ich begrüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Dell-Laptops vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Meine Erfahrung mit dem Dell Latitude 3540 war überaus positiv. Das erste, was mir auffiel, war sein 15,6 Zoll Full HD IPS Display. Die Farbdarstellung und Schärfe sind beeindruckend, besonders in Anbetracht des Anti-Glare-Finishes, das die Sichtbarkeit auch bei direktem Licht verbessert. Unter der Haube bietet der Intel Core i5-1335U Prozessor mit einer maximalen Turbofrequenz von 4,6 GHz eine robuste Leistung für alltägliche Aufgaben und mehr. Die 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, die auf bis zu 64 GB erweiterbar sind, sorgen in Kombination mit der 256 GB großen SSD für schnelle System- und Anwendungsstarts. Besonders hervorzuheben ist die Intel Iris Xe Graphics, die für ein solides Grafikerlebnis sorgt. Obwohl keine dedizierte Grafikkarte vorhanden ist, bewältigt sie Alltagsgrafikaufgaben und leichte Spiele problemlos. Die Netzwerkfähigkeiten einschließlich des neuesten Wi-Fi 6E Standards sorgen für eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung, während die Vielzahl von Anschlüssen einschließlich USB-C und HDMI eine flexible Konnektivität ermöglichen. Die Tastatur bietet ein angenehmes Tippgefühl und ist zudem beleuchtet, was das Arbeiten in dunkleren Umgebungen erleichtert. Das Touchpad reagiert präzise und unterstützt Gegensteuerung. Hinsichtlich der Audioleistung liefert das mit Max Audio Pro ausgestattete Lautsprechersystem von Waves eine klare und laute Wiedergabe. Die eingebaute Full-HD-Kamera mit IR-Unterstützung und Datenschutzverschluss ist ideal für Videokonferenzen. Abschließend ist die Akkulaufzeit erwähnenswert. Der 54 Wh Lithium-Ionen-Akku bietet eine solide Laufzeit und lässt sich in etwa 3 Stunden vollständig aufladen. Das Gewicht von 1,81 Kilogramm und die kompakten Abmessungen machen den Latitude 3540 zu einem tragbaren und vielseitigen Begleiter für Beruf und Freizeit. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche, schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Meine Erfahrungen mit dem Dell Latitude 5440 waren durchweg positiv. Dieser Laptop punktet mit einem 14 Zoll Full HD IPS Display, das klare und scharfe Bilder liefert, ergänzt durch Anti-Glare-Technologie, die Reflexionen reduziert. Angetrieben wird er von einem leistungsstarken Intel Core i7-1365U Prozessor, der mit bis zu 5,2 GHz taktet und schnelle Reaktionszeiten ermöglicht, ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Mit 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, der auf bis zu 64 GB erweitert werden kann, und einer 512 GB großen SSD bietet der Latitude 5440 viel Speicherplatz und schnelle Zugriffszeiten. Die integrierte Intel Iris Xe Grafik sorgt für eine solide Grafikleistung, auch wenn keine dedizierte Grafikkarte vorhanden ist. Die Netzwerkfunktionen sind mit Wi-Fi 6E beeindruckend und bieten schnelle und zuverlässige Verbindungen. Die Vielfalt der Anschlüsse, einschließlich Thunderbolt 4 und HDMI 2.0, bietet große Flexibilität bei der Verbindung mit externen Geräten und Displays. Das Windows 11 Pro Betriebssystem sorgt für ein reibungsloses und effizientes Benutzererlebnis. Der Laptop wiegt nur 1,39 Kilogramm und ist damit leicht und tragbar, was ihn zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht. Die Audioqualität, unterstützt von Max Audio und Lautsprechern von Waves, ist klar und deutlich, sowohl bei Gesprächen als auch beim Multimedia-Genuss. Die eingebaute Full-HD-Kamera mit IR-Unterstützung und Datenschutzverschluss ist hervorragend für Videokonferenzen geeignet. Insgesamt ist der Dell Latitude 5440 ein vielseitiger und leistungsfähiger Laptop, der sowohl für berufliche als auch für private Anwendungen geeignet ist. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Dell Latitude 7440 2-in-1 hat mich mit seiner Vielseitigkeit und Leistung beeindruckt. Sein 14 Zoll Touchscreen mit Full HD Plus Auflösung und einem Wide Viewing Angle WVA Panel bietet lebendige und scharfe Bilder. Besonders hervorzuheben ist die hohe Farbraumabdeckung von 100% sRGB, was für eine exzellente Farbdarstellung sorgt. Der Intel Core i7-1365U Prozessor liefert starke Leistung, besonders bei anspruchsvollen Aufgaben und Multitasking. Mit 16 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD ist der Laptop sowohl schnell als auch geräumig. Die Intel Iris Xe Graphics sorgt für eine solide Grafikleistung und dank Wi-Fi 6E genießt man eine schnelle und stabile Internetverbindung. Die Ausstattung mit Thunderbolt 4 und HDMI 2.0 Anschlüssen ermöglicht umfangreiche Konnektivitätsoptionen.
Besonders praktisch für mobiles Arbeiten ist die lange Akkulaufzeit, unterstützt durch einen 57 Wh-Akku mit Schnellladefunktion. Der Laptop wiegt 1,52 Kilogramm und ist somit leicht und tragbar, ideal für unterwegs. Insgesamt bietet der Dell Latitude 7440 2-in-1 eine hervorragende Kombination aus Leistung, Flexibilität und Mobilität. Der Dell Precision 5480 ist ein beeindruckendes Kraftpaket. Sein 14 Zoll WUXGA-Display bietet eine hervorragende Bildqualität mit hoher Helligkeit und 100% sRGB-Farbraumabdeckung. Angetrieben von einem Intel Core i7-13800H-Prozessor und ausgestattet mit 32 GB LPDDR5-RAM, bietet der Laptop eine starke Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Die 1 TB SSD sorgt für viel Speicherplatz und schnelle Zugriffszeiten. Die Nvidia RTX 2000 Grafikkarte mit 8 GB GDDR6 ist ideal für professionelle Grafik- und Videoanwendungen. Der Laptop verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, einschließlich Thunderbolt 4, was ihn sehr vielseitig macht. Mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 bietet er zudem erstklassige Konnektivitätsoptionen. Das Gewicht von 1,48 Kilogramm macht ihn relativ tragbar für einen leistungsstarken Laptop dieser Art. Der Dell Precision 5680 ist ein herausragendes Beispiel für eine mobile Workstation, die Leistung und Portabilität kombiniert. Sein 16 Zoll OLED-Display bietet eine atemberaubende Auflösung von 3840 x 2400 Pixeln, was zusammen mit der 10-Punkt-Kapazitivität und dem glänzenden Finish für ein brillantes visuelles Erlebnis sorgt. Angetrieben von einem leistungsstarken Intel Core i9-13900H-Prozessor und ausgestattet mit einer Nvidia RTX 5000 Grafikkarte, ist diese Workstation ideal für anspruchsvolle Anwendungen und kreative Arbeiten. Die Kombination aus 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine 1 TB SSD im RAID 0-Verbund sorgt für schnelle Datenzugriffe und reibungsloses Multitasking. Trotz seiner beeindruckenden Leistungsfähigkeit bleibt das Gerät mit einem Gewicht von etwa 2,291 Kilogramm überraschend mobil. Die umfangreiche Auswahl an Anschlüssen, darunter Thunderbolt und HDMI, bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Die Ausstattung wird durch eine hochwertige 1080p Webcam, Intel Wi-Fi 6E für schnelles Internet und einen großen 98 Wh-Akku abgerundet, was den Precision 5680 zu einer ausgezeichneten Wahl für Profis macht, die unterwegs arbeiten müssen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald. Verpasst.